Hello everyone, um, warum starte ich auf Englisch? <laughs> ich muss ins Bett wieder, ich gehe nicht. Moin zusammen, um, ja, wir hatten jetzt gestern Nacht die äh, PDB-Session. Wir haben uns die ganzen Änderungen ein bisschen angesehen und ich habe hier eine Liste, das heißt ich werde nicht in die Kamera schauen, sondern auf meine Liste mit Notizen, die ich mir gemacht habe zum PDB. Ähm, genau. Billy. Ja, Billy. Ich habe nie genug Billy gespielt. Ich habe da keine starke Meinung zu. Da müsst ihr zu anderen YouTubern schauen, die da entsprechend sich eine Meinung bilden können. Die meisten anderen Killer-Addons, die gechanged wurden, sind kleine Buffs. Das ist okay. Das ist nichts Besonderes. Das ist aber auch nichts wirklich. Ähm Nennenswertes, gerade beim Oni zum Beispiel mit diesem 0,1 Meter pro Sekunde bei den beiden Errands ist halt. Es ist nett, wenn man es hat. Aber es ist auch nichts äh, Game-Changing. Terror ähm, Terroradius, das ist nett. Ich werde es wahrscheinlich selbst nicht spielen. Finde es persönlich eher ein bisschen äh, ablenkend, gerade wenn du dich selbst nicht im Bild hast, dass dann Terroradius nicht in. In deinem Charakter ist quasi mitten im Bild. Das, das lenkt mich mehr ab, aber das kann auch... Ähm also das ist rein mein Empfinden und ich hoffe trotzdem, dass es dadurch natürlich mehr Leuten erlaubt, das Spiel zu spielen. Weil das heißt natürlich mehr Spieler, größere Community und so weiter, bla bla. Fände ich gut. Okay. Das sind so die, die Sachen, die so, so schnell gegangen sind. Ähm, Bloodweb. Die Bloodweb-Änderungen finde ich richtig cool. Die, die Branch buy also dieser dieser du kaufst einen gesamten Ast indem du einfach nur auf das letzte Item klickst oder auf eins mitten drinnen und das kauft bis dahin alles klasse super Ding funktioniert einwandfrei Auto buy das heißt äh, dass du den ganzen das ganze Bloodweb auf einmal kaufen kannst das ganze Level ist schon ein bisschen schwieriger ähm, erstens mal funktioniert es meistens aber nicht immer es gibt ja da das Problem dass wenn der Spiele Progress und der Entity Progress dasselbe Item kaufen wollen, dass das Ding dann einfach hängen bleibt. Du kannst dann nicht einfach irgendwo hinklicken und das, das Ding dann kaufen, sondern musst wieder auf den bei klicken, damit es weitergeht, damit es neu getewt wird quasi. Ist ein bisschen seltsam, funktioniert aber insgesamt ganz gut. Und was uns auch noch aufgefallen ist, Autobuy gibt es nur, wenn du schon Prestige 1 erreicht hast. Das heißt, wenn du einen neuen Charakter hast, weil der neu rausgekommen ist oder du einen neuen DLC gekauft hast oder du ein komplett neuer Spieler bist, dann steht dir zwar vor Prestige 1 diese, diese branch Buy funktion also diese, du kaufst ein bestimmtes Item und alles bis dahin wird automatisch mitgekauft zur Verfügung, aber eben nicht die, ähm, die komplette Autobuy-Funktion, was ein bisschen seltsam ist, weil... Ja, Schuttergall hat dann im Chat geschrieben: Ja, er denkt, dass es vielleicht dadurch sein könnte, dass du das, das Blattweb kennenlernen solltest. Dann hätten sie die Branch-By-Funktion auch deaktivieren müssen. Ist jetzt nicht tragisch. Ich finde es jetzt nicht game-breaking, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sich das so verhält. Okay, Autoheben. Ähm, Autoheben. die gute Nachricht ist, die, 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 die ganzen langen ähm, Autowände sind weg, was cool ist, weil das als äh, Rangekiller speziell immer sehr, sehr nervtötend ist, weil du halt hörst, okay, auf der anderen Seite ist jemand, aber du kommst halt nicht rüber, was halt die Stärke von Range Killern stark weggenommen hat. Ähm, dafür gibt es neue Teils, die sind overall ziemlich gut. Da habe ich her herzlich wenig Probleme damit tatsächlich. Das einzige unter Anführungszeichen Problem, was ich damit habe, ist, dass sehr viele alte Teils ähm, plötzlich höher sind. Das heißt, du kannst plötzlich nicht mehr über Dinge drüber schießen, über die du vorher drüber schießen konntest. Das ist aber insofern nicht so tragisch, weil das halt einfach eine Anpassung, ein, ein Gleichstellen mit vielen anderen Maps ist, wo das halt auch nicht ging. Ist so ein Mini-Buff für Survivor, aber im Endeffekt, wir kommen hier auf anderen Maps auch damit klar. Also werden wir hier auch damit klarkommen. Das ist jetzt nicht wirklich spielzerstörend, meiner Meinung nach. Äh, besonders spannend fand ich die Bloodlodge, weil da der, die, das Map-Alignment äh, im Vergleich zu Gashaven auch komplett umgeräumt, äh, umgeräumt wurde. Und das Main-Building im Bloodlodge war ja immer an einem Ende, ähnlich wie die Gashaven auch und in das beide in der Mitte. Aber gerade im Bloodlodge finde ich spannend, dass das Main Building jetzt an deutlich mehr äh, andere Teils angebunden ist dadurch. Weil normalerweise war ja hinter Bloodlodge direkt die Wall oder ein Tor. Und wenn das Tor da war, dann konnte man das zumindest im Endgame Survivor einigermaßen nutzen. Aber wenn du, im, wenn du da kein Tor hattest, dann war das im Prinzip ein Dead End. Und meistens hast du dann Down gekriegt, das Killer. Und jetzt hast du halt rundherum. Egal ob das vorne an der Hauptseite ist oder hinten äh, ein paar Loops und ein paar Dinge, die eventuell dir ein bisschen Zeit kaufen können als Survivor. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, eine Sache, die da aufgefallen ist aber, es gibt anscheinend wieder ähm, Teilkonstellationen, wo du als Killer stecken bleiben kannst, wo Survivor aber durchgehen können. Mir ist das, das Huntress passiert. Wir haben dann auf der Karte, äh, das war übrigens Wreckers Yard, äh, ich glaube 25 Mal neu reingeladen, weil wir sowieso verschiedene Sachen getestet haben und verschiedene Power-Konstellationen. Und, und es ist nie wieder aufgetreten. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein, eine ähm, Stelle, wo zwei Teils zusammengekommen sind, die auf eine bestimmte Art gespawnt sind. Und das ist wie gesagt nur dieses eine Mal vorgekommen. Wir haben es ungefähr 25 Mal neu geladen danach und es ist nie wieder aufgetaucht. Wir haben jedes Mal die Karte abgesucht. Wenn man es weiß, es ist halt auch wie bei Macmillan, da gab es das ja auch, als die, als die Tiles reworked wurden, dass da irgendwo was zusammenkam und das nicht wirklich funktioniert hat. Aber ich denke, dass das ähm, die Devs rauskriegen werden. Okay, ähm, Wrath Nurse Spirit können ja nicht mehr rausgebrannt werden. Ähm, ja, ist ein netter Buff. Ähm, du wirst als, wirst als Wrath auch nicht mehr gestunt, wenn du im Cloak geblindet wirst. Du wirst dich aus im Cloak rausgerissen. Ist nett, nicht OP, okay. es verhält sich halt ein bisschen mehr wie bei anderen Killern. Das war halt eine Besonderheit von denen, die ist jetzt halt weg. Finde ich nicht tragisch, ist okay. Dann hatten wir Hack. Hack hat jetzt, äh, anstatt dass man eine Taschenlampe braucht, um die Fallen wegzukriegen, ein Minigame, das dauert ca. 5 Sekunden. Hat, soweit wir das gemerkt haben, keine Skillchecks. Du musst hier einfach rangecroucht an die äh, Falle ranschleichen. Ähm, linke Maustaste drücken. Und das war es auch schon. Das Ding ist nach 5 Sekunden weg. Ist so ein bisschen wie bei Demogorgon. Ähm, Finde ich nicht schlimm. Finde ich gut. Ähm, du bist nicht mehr dran gebunden, dass die, dass die Leute Taschenlampen haben. Ähm, ich spiele selten Hack. Aber ich habe es oft, dass ich dann in der Lobby zwei oder sogar alle vier Leute mit Taschenlampe hatte, oder dass sie eben welche aus Kisten rauskriegen. Ähm, was halt relativ nervtötend ist, oft. Ähm, das Besondere an den neuen Traps ist, dass sie besonders stark sein könnten, oder bisschen, vielleicht sogar ein bisschen übertrieben stark sein könnten, wenn du Distanz-Trigger-Addons drauf hast. Also, dass die äh, Distanz, die benötigt wird, um eine Folge zu triggern, deutlich größer wird, denn man kann nach wie vor an dunklen Flecken die Traps sehr, sehr gut verstecken. Ist jetzt nichts Neues an sich, aber dadurch wird es halt vielleicht ein bisschen mehr spicy, weil ähm, du kannst dich halt einfach blind mit Taschenlampen hinhalten und das Ding geht weg. Okay, ähm, nächster Punkt, Mad Kids. Mad -Kids sind das erste Ding, wo ich wirklich so Bisschen Probleme habe gleichzeitig mit Circle Feeling, dazu kommen wir aber gleich. Also erstens mal sind es jetzt statt 16 24 Sekunden, die du brauchst, um dich zu heilen. Ähm, braune Mad Kids retten dir etwa 5 Sekunden, wenn du andere heilst. Purple Mad Kids ca. 8. Ich verstehe jetzt nicht, warum man das wirklich so machen musste. Noch dazu sind die Addons alle oder fast alle genervt worden, gerade die Speed und progress Addons. Ich hoffe nicht, dass das so live geht, dass. Finde ich selbst als Killer-Main ein bisschen zu drastisch, besonders in Kombination mit Circle Feeling. Healing. Da ist es jetzt so, dass das einfach zu viel ist. Ähm, ich weiß, Circle Feeling Healing ist quasi Self-Care und Botany Knowledge in einem. Da den self jetzt rauszunehmen und die Healing Speed für andere nochmal anzupassen, ist jetzt ein bisschen weird. Der ja, Unter Anführungszeichen Ausgleich, den man dazu kriegt, dass man jetzt verletzte Survivor-Auren in. Radius sehen soll, ähm, wenn, die eher, wenn die halt im Circle of Feeling radius stehen, finde ich, glaube ich, ist nicht genug Ausgleich dafür, dass du halt diesen, diesen selfie verlierst. Das ist ja halt gerade der Punkt, wo ich als Killer-Man auch sagen muss, das ist zu viel, glaube ich. Ich glaube, dass es das eine gute Intention ist dahinter, aber ich glaube, dass es das zu viel ist. Ähm, die Boon-Totems sind gemeint dafür, ein starkes Tool zu sein für Survivor, das vom Killer wieder weggenommen werden kann, ähnlich wie Hex-Totems. Ist halt die Frage, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ähm, Boon-Totems ein bisschen ähnlicher wie Hex-Totems zu machen, dass die beim, beim Spielstart einmal da sind, und dass man die quasi als Killer einmal sniffen kann. Das Sniffen dann vielleicht etwas länger dauert, muss es aber eigentlich auch gar nicht, äh, dass sie sich ähnlicher verhalten wie Hex-Totems. Vielleicht wirklich, dass man eine bestimmte Anzahl an Charges für, für, für Boon-Totems hat. Keine Ahnung. Aber das große Problem, das gerade Boon-Totems haben, ist, äh, sie sind allesamt meiner Meinung nach ein bisschen zu schwach. Egal ob das. Okay, Exponential vielleicht nicht, aber Shadow Step auf jeden Fall auch und äh, Circular Feeling auch. Und auch. Äh, wie ist das andere, das kein Mensch benutzt, das der Haste gibt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dafür, dass es so, so ein starkes Tool sein soll, ist es eigentlich nicht so stark. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Hex-Totems, die eigentlich kein Hex-Totem sein sollten, wie zum Beispiel Trout Control. Ähm, wir haben Bamboozle, das ist kein Hex-Totem, das macht im Prinzip dasselbe, nur muss das Killer triggern. Crowd Control wird von Survivorn getriggert. Und gerade Crowd Control kannst du noch leichter umgehen als Bambusel Und Bambusel ist kein Hex, während Crowd Control das ist. Dann hast du Blood -Favor. Das ist auch eigentlich schwach genug, Anführungszeichen, um kein Hex-Totem zu sein. Es ist seltsam. Aber egal ist das in meiner Meinung. Gen-Kicks. Ja, Gen-Kicks. Da erstmal ein großes Dankeschön auch an Jeff und Dexter für die Hilfe. Weil das war wirklich erneuend. Wir haben getestet. Ein Generator ist bis 50% fertig. Dommen mal Pi, wir haben es natürlich nicht mehr lineal nachgemessen. Dann haben wir getestet, wie lange es dauert, bis Call of Brian von 50 auf 0 geht, Overcharge von 50 auf 0 geht und Eruption von 50 auf 0 geht. Langer Rede gar keinen Sinn. Call of Brian braucht 2 Minuten 50, Overcharge 2 Minuten 10 und Eruption 2 Minuten 20. In der Praxis ist es wahrscheinlich dann so, dass ähm, Eruption und Pop Goes the Weasel ähm, die stärksten Gen-Kick-Perks werden, denn Pop Goes hat bei 50% Gen-Progress denselben Value wie Eruption, weil 20% vom aktuellen äh, Progress. Das heißt, auf einem Gen, der weiter progressed ist, hast du mehr Value, auf einem Gen, der weniger Progressed ist, weniger. Das gleicht sich ja dann wieder aus. Eruption hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass du mehrere Generatoren gleichzeitig betreffen kannst, wenn die Survivors sie nicht schon komplett repariert haben. Aber Overcharge und Call of Brian, ja, du sparst dir 40 Sekunden auf Overcharge verglichen mit Call of Brian. Das Problem ist aber, dass du. Selten Survivor hast den Generator nicht für über zwei Minuten wieder angreifen, um den Regress zu stoppen. Und gerade Overcharge hat in den ersten 30 Sekunden das Problem, dass es halt von 85% Progress auf 130% Progress hochgeht. Meine Prognose ist, die Meta wird Eruption und Pop Goes the Weedle werden. jolt mit 8% überall mit M1s ist für uns Ranged Killer oder hauptsächlich Ranged Killer Spieler weniger interessant, war aber auch eine gute Option wahrscheinlich gerade auf kleineren Maps wie vorher auch. Pain Res hingegen, Skorch Pain Resonance, ähm, ja wir vergessen das mal ganz schnell, weil ähm, die vier Stacks sind einfach nicht genug, um da wirklich Pressure drauf zu kriegen über das ganze Spiel weg. Ja, es sind 4 x 15%, aber Painress war früher noch viel, viel stärker und sie haben sie jetzt schon so drastisch genervt, weil du keine Info mehr hast, wo das ist. Du musst schon einen zweiten Perk verwenden, nämlich Deadman Switch, um überhaupt irgendwie Interesse aus dem Ding rauszukriegen. Ja, dann du kriegst du natürlich noch mehr Value dadurch, weil du halt durch Deadman Switch auch 30 Sekunden den Generator blockst. Overall, ähm, für mich ist es halt so, so ein lustiges Minigame gerade, von wegen, hey, ich habe einen Token von äh, Painress und ich schiebe den auf No Way Out. Aber... Äh, nee, nee, nee. Ich habe einen Vorschlag allerdings. Und zwar, wie man Pain besser gestalten könnte. Und zwar könnte man dem eine Anti-Tunneling-Incentive geben. Folgendermaßen. Du hockst jeden Survivor einmal, hast vier Stacks verbraten. Und wenn die vier Stacks leer sind, kriegst du vier neue. Jeweils für einen Survivor wieder. Nach dem zweiten Mal ist vorbei. Also für den dritten Hook gibt es keine Stacks mehr. Aber dann hast du zumindest acht. Hooks, die Value haben für dich als Killer auf Skirtchoks, weil Scourge Hooks haben ohnehin schon die Downside, dass du ähm, Glück haben musst, wie die Scourge Hooks spawnen. Du hast das vier Hooks und wenn die alle in einer Ecke sind und das spawnen aber gar keine Generatoren, dann werden da keine Survivor sein oder sehr selten Survivor sein. Das heißt, du wirst nicht wirklich viel Value aus den Dingen rauskriegen. Und ich hatte durchaus auch jetzt schon Spiele, wo ich... Ich erinnere mich an ein legendäres Spiel mit Huntress auf, äh, ich glaube Rotten Fields war es, wo alle vier Skirtchhooks in einer Ecke im, im Quadrat standen und der nächste Generator einen Terrorradius weit weg war. Also Huntress hatte jetzt nicht so einen hohen Terrorradius, aber ich, ich musste da teilweise wirklich Survivor hintragen, um irgendwie Value rauszukriegen. Nee, finde ich nicht so geil. Ähm, also, wie gesagt, diese, diese Doppel-Stack-Ding würde ich cool finden. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es absolut nicht in Ordnung und nicht spielbar. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, das war's. Ähm, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Bis denn. Ja, Tschüss. Kosti. Ja, ja.